Der Januar hat sich auf der Reutlinger Alb meteorologisch endlich wieder einmal als traditioneller Wintermonat mit viel Schnee und Minusgraden präsentiert. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Aufzeichnungen der privaten Klimastation des Meteorologen Roland Hummel in Engstingen hervor. Die durchschnittliche Schneehöhe betrug rund 13 cm. Sie stieg teils bis auf rund 20 cm an. Die Durchschnittstemperatur betrug minus 5,1 Grad, rund 3 Grad tiefer als normalerweise. An 19 Januartagen herrschte Dauerfrost. Die Nächte waren im Schnitt minus 15 Grad kalt. Der nächtliche Tiefstwert lag bei minus 23 Grad. Letztmals war es 1987 und 1985 in Januarmonaten kälter. 88 Stunden, fast doppelt so viel wie normal, schien die Sonne. Erst ab dem 28. wechselte das Wetter zu deutlichen Plusgraden.